8. Mai 2012. Munterbauer. Das Schloss, die Peak und hoher Besuch aus Berlin. Herr Minister Oesler, herzlich willkommen beim Mittelstandsforum. Schön, dass Sie den weiten Weg von Berlin nach Montabaur gefunden haben. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anreise. Wetter ist okay. Großartig. Haben wir extra für Sie bestellt. Der Minister für Wirtschaft und Technologie besucht das Symposium des Mittelstandsverbundes ZGV. Präsident Wilfried Hollmann begrüßt Dr. Philipp Rösler in der Akademie der Verbundgruppen ADV. Sie ist eine Gemeinschaftsinitiative des Mittelstandsverbundes ZGV und der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG mit Sitz auf Schloss Montabaur. Der Gast aus der Hauptstadt kommt ausgesprochen gut bei den rund 200 Top-Entscheidern der Verbundgruppen an. Lebhafte Diskussionen, markante Positionen und ein exklusives Interview für den Mittelstandsverbund. Herr Minister, warum ist Bürokratieabbau so wichtig? Bürokratie kostet schlichtweg Zeit. Zeit, die Unternehmerinnen und Unternehmern verloren geht. Und eigentlich haben sie sich ja mal ursprünglich selbstständig gemacht, um zu arbeiten, Geld zu verdienen, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen. Und wenn wir gegen Bürokratie kämpfen, kämpfen wir für mehr Zeit für echtes Unternehmertum. Wo können Sie etwas bewegen? Ich glaube, gerade ganz konkret geht es zum Beispiel über die elektronische Bilanz, heftige Diskussionen. Hier brauchen wir gerade den Mittelstand, der nochmal darauf hinweist, dass wir erhebliche Bürokratieeinsparungen umsetzen können, wenn wir einfach auf die Abfragetiefe verzichten, Einzelpunkte abfragen, aber nicht bis ins kleinste Detail reingehen. Das ist, glaube ich, auch nicht notwendig. Und dann nehmen wir nur die Aufbewahrungsfristen. Auch hier würden wir uns eine Verkürzung wünschen. Jetzt sind sie bei 10 Jahre für alle Unterlagen, Steuerunterlagen. Wir wollen sie reduzieren auf 5. Wenn wir uns bei 7 einigen könnten, wäre das, glaube ich, schon eine echte Erleichterung für gerade den Mittelstand. Anderes wichtiges Thema, Fachkräftemangel. Sie haben das Stichwort Migration, Zuwanderung, Blue Card angesprochen. Warum ist Migration wichtig? Warum sagen Sie das gerade, Herr Rösler? Ja, weil wir sagen, gerade am Freitag wird jetzt das entscheidende Gesetz zur qualifizierten Zuwanderung in den ersten Arbeitsmarkt verabschiedet. Wir haben damit dann erstmalig in Deutschland ein gesteuertes System, gestaffelt nach Berufsgruppen, nach Qualifikationen und nach deutlich abgesenkten Gehaltsschwellen. Wir brauchen Fachkräfte aus dem Ausland, um unsere Wachstumsmöglichkeiten noch ausnutzen zu können. Denn die Wachstumsbremse Nummer 1 ist der Fachkräftemangel, gerade für den Mittelstand. Und wenn wir europäische Freunde oder Partner oder internationale Freunde gewinnen können, die mit dazu beitragen, Wachstum in Deutschland möglich zu machen, dann ist das, glaube ich, gut und freut dann nicht nur den Wirtschaftsminister, sondern gerade unsere Unternehmen. Herr Minister Rösler, was nehmen Sie von der Peak 2012 mit nach Berlin? Ich glaube, der Verbundgedanke ist großartig, weil er verbindet zum einen die individuelle Freiheit mit der Verantwortung, etwas für und in einer Gemeinschaft zu tun. Und ich glaube, das ist der beste Beweis für die Qualität der sozialen Marktwirtschaft, weil unternehmerischer Erfolg und soziale Verantwortung eben keine Gegensätze sind, sondern sie gehören zusammen. Und das sehen wir im täglichen Wirken der Verbundgruppen. Warum ist denn gewinnen wollen, Wachstum und Solidarität ein wirklich genialer Zusammenhang? Hermann Schulz-Dilitsch hat ja mal zu Recht gesagt, was einer nicht schafft, schaffen viele. Und der Starke hilft dem Schwachen. Und viele Starke können auch dem einzelnen Schwachen helfen. Und jeder hat in seinen unterschiedlichen Bereichen Stärken und Schwächen. Und in der Gemeinschaft können die ausgeglichen werden. Und so verstehe ich im Groben auch den Genossenschaftsgedanken, der eben auch Ursprung und Teil unserer sozialen Marktwirtschaft mit ist. Der Bundeswirtschaftsminister im direkten Dialog mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Peak 2012. Ein guter Tag in ausgezeichneter Atmosphäre. Netzwerktradition trifft Zukunft. Peak 2012 auf Schloss Montabaur.